Peggy 7. Miau, miau, miau! Hier ist die Katzen-Mario-Show. Miau! Willkommen zu einer neuen Folge der Katzen-Mario-Show. Fangen wir gleich an, denn es gibt viel zu besprechen. Sag mal, Katzenpeach, erinnerst du dich noch daran, wie viel Spaß du mit deinen Mii-Charakteren im Tomodachi Life hattest? Das würde ich doch nicht vergessen. Ich freue mich auf ihr brandneues Abenteuer in Miitopia für Nintendo 3DS. Miitopia war ein friedlicher Ort, bis der dunkle Fürst auftauchte und allen die Gesichter stahl. Hier können unsere Lieblings-Mii-Charaktere in viele verschiedene Rollen schlüpfen und zu Magiern, Kriegern oder sogar zum dunklen Fürsten werden. Ich glaube, ich spiele als Blume. Nein, als Elfe. Oder als Popstar. Ach, ich kann mich nicht entscheiden. Wenn du dich mal entschieden hast, kannst du deine Reise antreten und sehen, was passiert. Oh, sieh mal, da ist noch eine Katze. Lass das, Katzenpeach. Wir müssen den Leuten in Miitopia helfen, ihre Gesichter vom dunklen Fürsten zurückzuholen. Oh, tut mir leid, ich weiß nicht, was in mich gefahren ist. Im Gasthaus kümmert man sich um seine Helden, kauft ihnen Items und gibt ihnen ihr Lieblingsessen. Mmh, Pizza! Man kann haufenweise Outfits und Items sammeln. Aber das Beste ist, dass man seine Tomodachi-Leihfreunde mitnehmen kann. Diese Mii-Charaktere sind einfach urkomisch. Das wird lustig. Sieh mal, da ist unser Freund Captain Olimar. Er ist auf einer Mission um... Oh nein, er ist abgestürzt. Puh, zum Glück geht es ihm gut. Jetzt braucht er aber Treibstoff. Vermutlich reichen um die... Was? 30.000 Einheiten Glycerium? Zum Glück wohnen auf diesem Planeten die kleinen hilfreichen Pikmin. Rote Pikmin sind gute Kämpfer. Und noch dazu feuerfest. Sie können sogar Feuerbälle tragen. Blaue Pikmin können auf Land gehen und wie Fische im Wasser schwimmen. Gelbe Pikmin sind gegen Strom gewappnet und können höher geworfen werden. Fels-Pikmin sind richtig schwer und können Kristallwände zerstören. Flügel-Pikmin können Dinge durch die Luft tragen, sogar Captain Olimar. Da fallen mir gleich ein paar Quizfragen ein. Von welchen Pikmin muss Captain Olimar sich in diesem Level helfen lassen? Sind es A. gelbe Pikmin, B. Flügel-Pikmin, C. blaue Pikmin oder D. rote Pikmin? Und die Antwort ist A. gelbe Pikmin. Hier sieht man, wie die gelben Pikmin Strom einsetzen, um eine Brücke für Captain Olimar zu bauen. Captain Olimar und die Pikmin arbeiten zusammen, um sich einen Weg durch verschiedene Level zu bahnen. Sieh dir mal die Tiare an. Die würde einer Prinzessin wie mir gut stehen. In jedem Level gibt es tolle Schätze zu entdecken. Wer alle sammelt, kann spezielle Bonuslevel freischalten. Ah, oh, Glycerium. Das ist alles meins. Und vergiss auch nicht den Pikmin-Park. Wenn die Pikmin nicht gerade in verschiedenen Leveln mithelfen, sind sie im Park und suchen nach Glitzernüssen. Hier habe ich noch eine witzige Aufgabe. Die Pikmin begrüßen ihre Freunde im Pikmin-Park. Wie viele blaue Pikmin sind im Park zu sehen? Sind es A. 10 blaue Pikmin, B. 3 blaue Pikmin, C. 7 blaue Pikmin oder D. 12 blaue Pikmin? Die Antwort lautet C. 7 blaue Pikmin. Dank der kleinen Pikmin kommt Captain Olimar sicher im 0, nichts wieder nach Hause. Und jetzt ein brandneues Segment. Splatoon-Tipps für Splatoon 2. Dabei sprechen wir über Splatoon 2 für Nintendo Switch und verraten allerlei Tipps und Tricks. Heute widmen wir uns den verschiedenen Spezialwaffen, mit denen man die Karte einfärben kann. Wenn man Farbe verteilt, füllt sich die Spezialanzeige. Wenn sie voll ist, kann die Spezialwaffe eingesetzt werden. Spezialwaffen sind ziemlich effektiv. Sehen wir sie uns doch mal genauer an. Als erstes... Ja, Jetpacks! Mit dem Tintendüser kann man in der Luft schweben und fliegend Farbe verschießen. Super! Und was machen diese Schwarmraketen?
Mit ihnen kann man mehrere Gegner auf einmal anvisieren und dann platsch! Es regnet Tinte. Der Tintenschauer schickt eine Wolke los, die auf der Karte Tinte verteilt. Und hier ist Katzen-Marios Lieblingswaffe, Tintenschock. Oh ja, die liebe ich. Ich empfehle, einen Supersprung zu machen und in der Luft den Tintenschock einzusetzen. Das gibt eine äußerst spritzige Explosion. Das ist ein guter Tipp. Die Spezialwaffen sollte man auf jeden Fall alle ausprobieren. Oh, schade. Jetzt geht uns schon wieder die Zeit aus, Katzen-Mario. Hoffentlich hat euch die Folge auch diesmal wieder gefallen. Wir sehen uns nächstes Mal wieder. Bis dann. Tschüss.